Das war eben hier oben. Herr der Supermutanten. Ach du Scheiße, es wird ja immer schlimmer. So, also wenn der jetzt nicht mindestens was Nettes für uns hat, dann bin ich aber ernsthaft sauer. So, der steht auch nicht wieder auf, sehr schön. Hier konnte ich nicht rüber aus irgendeinem wilden... Oh, an die Nuka-Cola Quantum. Ja, damit. So, was haben wir denn hier? Ein Nagelbrett, das uns nicht interessiert. Ein Nagelbrett, das uns nicht interessiert. Und eine Splittergranate, die wir mitnehmen. Und hier haben wir eine Minigun, die viel zu schwer ist, und einen toten Herrn der Supermutanten, der einen Hund gefuttert hat. Das ist doch alles sehr schön. So, was machen wir denn jetzt? Wir, die Jagdflinte, die reparieren wir erstmal, so damit wir ein bisschen Gewicht wegkriegen. Ich will nämlich die Minigun nicht unbedingt wegschmeißen. So, desto mehr sind sie auch im Verkauf nachher wert. 191 von 210, das sollte erstmal langen. Jagdflinten werden wir nachher echt noch finden ohne Ende. Und hier geht es dann immer höher. Also wir kämpfen uns langsam echt zum Dach hoch. Und hier ist jetzt, glaube ich, auch schon das Dach. Ja, hier ist das Dach. Sehr schön. So. Und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier den Kampf beenden zwischen den Supermutanten und den Rangers. Der hat vielleicht Kakerlakenfleisch dabei, das nehmen wir mit. Die sind nämlich irgendwo hier oben auf dem Dach. Und werden gerade ziemlich belagert, wie man hört. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Das hört sich nach einem Herrn der Supermutanten an. Herrn der Supermutanten. Oder auch nach dem Typen mit der Minigun. Wo ist er denn? Du musst doch hier da sein. Hey, Sie! Bewegen Sie Ihren Arsch sofort hier rüber, bevor jeder Supermutant in diesem Gebäude auf Sie aufmerksam wird. Hier ist keiner mehr. Butcher, mein Name. Ich bin der Mannschaftsarzt. Schön, auf ein freundliches Gesicht zu treffen. Okay. Wer zum Teufel sind Sie und wann trifft die Verstärkung ein? Ich bin die Verstärkung. Und Sie haben es geschafft, unversehrt hierher zu kommen? Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Ich bin beeindruckt. Riley hat wohl den Job ideal besetzt. Wie üblich. Hey, wie geht es ihr denn? Naja, ganz gut. Also diese Rüstung, die er anhat, die werden wir uns gleich auch besorgen. Ich hielt sie für verrückt, als sie versuchen wollte, sich hier rauszuschleichen. Zum Glück habe ich da falsch gedacht. Nichts wie raus hier. Ich hätte vorgeschlagen, denselben Weg zurückzugehen. Aber das ist jetzt anscheinend unmöglich. Der Expressaufzug ist also unsere einzige Lösung. Mhm. Sie haben recht. Wir brauchen irgendetwas, um den Aufzugmotor hier oben wieder in Gang zu kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Weg hierher in einem Wartungsraum mit einem kaputten Protectron vorbeigekommen sind. Wenn Sie mir die Kernspaltungsbatterie des Protectrons bringen, sorge ich dafür, dass Donovan den Aufzug wieder startklar macht. Alles klar. Alles klar. Wir halten derweil hier auf dem Dach die Stellung. Wenn einer von uns fällt, darf niemand anhalten. Einfach raus hier und dann zum Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Gut. Wir sollen also die Kernspaltungsbatterie finden. Da habe ich sogar eine schwache Ahnung, wo das Ding sein könnte. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir da wieder runterkommen. Hier ging das doch irgendwo lang. Und ich meine hier dann irgendwo rum. Und da hinten müsste dann irgendwo der Eingang sein. Nein. Oder auch nicht. Ich und meine Orientierung. Lokale Karte. Statesman Hotel. Okay, da habe ich mich jetzt leicht verlaufen. Ich muss hier geradeaus weiter und da hinten dann links.
Also ich glaube, ich bin das erste Mal hier 20 Minuten rumgeeiert, bis ich den Weg wieder gefunden hatte. Ich glaube, hier müsste das jetzt sein. Ja, hier war das. Und ich war das letzte Mal dann auch so unglaublich schlau, hier nicht auf die Karte zu gucken. So, der Protektron müsste hier unten, glaube ich, irgendwo gewesen sein. Gucken wir doch mal nach. Der war jedenfalls auf der Ebene mit dem Restaurant. Öffne Tür verschlossen, das klingt ja auch mal ganz interessant. Was haben wir denn hier so Schönes? Ach, das wäre der andere Weg gewesen. Ja, Montag bis Donnerstag 7 bis 2 Uhr. 21 Uhr soll das wohl heißen. Okay. Verfügbare Plätze. Alle Plätze verfügbar. Wer hätte es gedacht? So, auf dieser Ebene war irgendwo der Protektron. Aber fragt mich nicht wo, Leute. Fragt mich nicht wo. Der war irgendwo am Restaurant. Wo wir aus dem wir ja gerade rausgekommen sind, schlau wie wir sind. So. Latschen wir hier nochmal runter. Sind wir hier nicht hochgekommen vorhin? Nein, wir sind hier runtergegangen. Und hier wieder hochgegangen. Haben wir die große Runde gemacht, statt die kleine Runde. Das hinten war, glaube ich, der Bediensteteneingang und das hier ist der... Ne, das hier muss der Bediensteteneingang gewesen sein. Hier ist die Küche. Wo ist denn dieser Protektron, verdammt? Der war hier irgendwo, ich weiß das. Wartungsraum mit einem Protektron. Was ist... war das hier vielleicht? Da ist er, jawohl. Kernspannungsbatterie, da haben wir sie. Und wir sind wieder mal überladen. Wer hätte es gedacht? Wir werden eine unserer vier Miniguns erstmal reparieren. Und dann haben wir nämlich wieder Platz im Gepäck. Da blinkt was. So, und dann geht es wieder nach oben. Hier sind wir ja lang gerannt. Hier müsste das dann noch weitergehen. Jawohl, da geht's hoch. Ganz so verpeilt, wie ich dachte, bin ich dann doch nicht. So, und dann latschen wir wieder zu den Rangers hoch. Ich hätte die Kernspannungsbatterie mal gleich einpacken sollen. Ich wusste, dass wir die brauchen, aber naja. So, wenn wir dann nach unten fahren, werden wir nämlich nochmal schön von Mutanten überrascht. Die kenne ich auch schon auswendig. Diese Quest mache ich nämlich auch jedes Mal, wegen der schönen Rüstung. Von den Stats her gibt es bestimmt bessere, aber... Das mal nette Augenbrauen. Ist. Wie ein Söldner sehen Sie nicht aus. Bin ich aber. Schon wieder da. Ist jetzt alles klar? Hervorragend. Bringen Sie sie sofort zu Donovan. Kein Problem. Sobald der Aufzug wieder funktioniert, sind Sie an der Reihe. Ach, schon wieder. Merken Sie sich. Der Sammelpunkt ist unser Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Halten Sie unterwegs auf keinen Fall an. Alles klar. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Das packen wir alles ein. Ja, ja, haben sie sich aber schön eingerichtet. Schön mit Kaffeemaschine. So, und das hier müssen Donovan sein. Donovan, zu Ihren Diensten. Was Sie kaputt machen, kann ich wieder reparieren. Das klingt gut. Geben Sie mir mal das Ding. In ein paar Minuten wird der Aufzug wieder funktionieren. Sobald er wieder läuft, kommen wir hier raus. Das ist gut. So, dann mach deinen Job. Du machst ja komische Bewegungen hier. Was kann ich für Sie tun? So. Danke. Ohne Munition habe ich mich schon etwas nackt gefühlt. Auf geht's. So, die bekommt auch noch etwas Munition. Rick, mein Name. Und dieser feine Raumkehrer heißt Eugene. Es hat wirklich Spaß gemacht, Supermutanten niederzumähen. Aber ich denke, es ist Zeit, von diesem Dach hier runterzukommen. Die Augenbrauen. Zur Hölle, ja! Keine Sorge, Eugene und ich folgen Ihnen. Geh mal lieber voraus mit deinem Gedöns da. So, schon du kriegst auch noch alles. Ist jetzt alles klar? Puh,
Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Danke. Bitte. So. Dann wollen wir mal los. Kurz speichern und dann geht's jetzt hier runter. Ich und Eugene freuen uns, Sie zu sehen. Und dann geht das jetzt hier ganz fürchterlich los. Wir finden uns nämlich in der Eingangshalle des Statesman Hotels. Kommen die Mädels jetzt hier oder was? Wo sind die? Hier geht's lang. Die haben mich das erste Mal komplett zerlegt, wie ich hier lang gerannt bin. Wie ich das erste Mal gespielt habe. Wirklich nicht schlecht. Ich weiß. Ich bin einfach nur gut. So. Ja. Und jetzt geht's zu Riley's Rangers. Daten. Weltkarte. Und jetzt ist hier irgendwo das Ranger-Gelände. Da müssen wir jetzt nämlich erstmal hin. So, dann wollen wir nochmal langlaufen. Da sind wir vorhin auch schon mal rüber gerannt, glaube ich. So, haben wir denn hier? Haben wir noch Gegner? Ich schalte mal lieber wieder auf die Sniper-Rifle. Die ist mir jetzt wesentlich lieber, muss ich sagen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Du, wo? Becton? Becton? Wo ist Becton? Pennsylvania, alles klar. Hier ist nämlich der Eingang irgendwo. Und da geht das rein. Ryanair, sonst kein Air. So, dann... Oh, da ist ein Ghoul. Da war ein Ghoul. Kronkorken nehmen wir mit. Die Ranger sind nämlich schon mal voraus und haben mich hier einfach mutterseelenallein sitzen lassen, die Schweine. Dafür will ich mindestens eine Rüstung haben. Die halten immer so wunderbar still, die Ghoul. Ich finde das toll. Die müssen das mal brüllen und wenn die am Brüllen sind, kann man sie in aller Ruhe niedermähen. So, kommt jetzt noch einer. Ich weiß, ich sage viel zu oft so, aber das ist nun mal so. Zack. Jet. Jet nehmen wir auch mit. Hier hatten wir auch noch einen umgelegt. Niedergemäht, könnte man jetzt fast sagen. Wo brüllt er? Ich höre ihn nicht. Ey, ich höre ihn schon, aber ich sehe ihn nicht. So rum. Da ist dicht, hier geht's weiter. Da hinten ist einer. Den nehmen wir auch mal aufs Korn. Da ist noch einer. Den haben wir. Jawohl, ja. Den räumen wir schön aus. Was hier an Fässern rumliegt in dem Shot, das ist der echte Wahnsinn. Wie ist das Zeug hierher gekommen? Das fragt man sich doch immer wieder. Wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's dahin, alles klar. Und hier könnten schon fast wieder Ghoule wandern. Genau.